Ihr musstet eine ganze Zeit lang warten, aber endlich könnt ihr sie bekommen, die Shashim Wabikusa Sets von Benz Jungle und mir. Vor einiger Zeit habe ich euch die Shashim Wabikusa Sets präsentiert. Das war so ein kleines Experiment bzw. eine Idee, die Ben von Ben's Jungle hatte und die ich für ihn einfach mal durchtesten wollte und konnte. Ich bin damals zu ihm gefahren und habe mir zwei Shashim Töpfe mitgenommen und ein paar nette Pflanzen, die ich da reinpflanzen wollte. Und das Ganze sollte so eine Art Instant Wabikusa Set sein, um es wirklich so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen, ein Wabikusa ähnliches Pflanzengefäß oder Pflanzenarrangement hier stehen zu haben. Und das Ganze hat, was soll ich sagen, sehr gut funktioniert im Endeffekt. Und wenn ihr in den letzten Wochen auch auf der Aqua Expo in Dortmund wart, also auf der Messe, dann konntet ihr dort die Shashim-Töpfe sogar live bewundern, und zwar am Stand von Aqua Grow. Dem habe ich meine beiden Shashim-Töpfe sozusagen als Anschauungsobjekt zur Verfügung gestellt. Und eines der Shashim-Töpfe wurde auch auf der Messe verkauft und das andere wurde im Anschluss von mir auch noch einmal verlost. Deshalb seht ihr jetzt hinter mir die beiden Shashim-Töpfe nicht mehr, denn ich habe sie tatsächlich nicht mehr. Ich möchte dir aber in diesem Video einmal den letzten Stand mit auf den Weg geben, wie die Shashim-Töpfe kurz bevor sie dann verkauft bzw. verlost wurden, aussahen. Das heißt, das Material, was du jetzt hier siehst, ist hauptsächlich auf der Messe entstanden, denn das war wirklich so der letzte Stand, den diese Töpfe jetzt nach diversen Wochen hier hatten. Zuerst einmal, wenn du doch gar nicht weißt, worüber ich hier rede, dann schau dir mal rechts oben in der Ecke mein Video dazu an. Da erkläre ich dir nochmal, wie es dazu gekommen ist und vor allem auch, welche Pflanzen ich eingesetzt habe und wie ich das Ganze dann wirklich aufgebaut habe. Das hier ist jetzt sozusagen das Update, um einmal klar zu machen, ja, das Ganze hat funktioniert. Es hat diese und jene Einschränkungen, da kommen wir gleich zu. Und aber vor allem, um auch zu zeigen, Ben hat die Dinger jetzt bei sich im Shop gelistet und du kannst genau diese Pflanzenzusammenstellung, dieses Set, was ich dort hatte, jetzt eben bei Ben's Jungle bestellen. Du kannst natürlich auch jede andere Art von Pflanze bestellen und noch andere Shashim-Töpfe bestellen, aber genau dieses Set mit diesen zwei Shashim-Töpfen und genau meiner Pflanzenauswahl ist jetzt eben auch bei Ben's Jungle gelistet. Wie immer findest du natürlich Links zu allen Produkten unten in der Videobeschreibung. Schau da also mal rein und klick dich da einmal durch, um dir die Sachen einmal genau anzuschauen. Ich habe damals ja zwei Töpfe aufgesetzt und ich habe die im Endeffekt so aufgesetzt, dass ich immer drei Pflanzen verwendet habe, um das Ganze möglichst einfach zu halten. Ich habe in der einen einmal eine Guzmania verwendet und das Ganze dann mit Selaginella umwickelt und dahinter ja tatsächlich auch noch einen Farn reingesetzt, der ist nicht Teil dieses Sets, aber finde ich, hat ganz gut gepasst im Endeffekt. Und das Ganze sah so ein bisschen aus, viele von euch haben es als Ananas bezeichnet. Es sah tatsächlich ein bisschen sehr nach einer Ananas aus, aber sah auch irgendwie ganz geil aus, hat cool funktioniert und tatsächlich war es bei der Guzmania so, dass sie ganz am Ende jetzt auf der Messe auch gerade ihren ersten Ausläufer ausgetrieben hat. Das ist also ein deutliches Zeichen dafür, dass es der Pflanze dort in dem Shashim-Topf wirklich sehr gut ging. Zweites Set, was ich hatte, war mit der Begonie als Hauptpflanze, auch wieder Selaginella drumherum, aber auch eine Peperomia war da noch bei, so als Mini-Rankpflanze, die sich so um den Topf drum gerankt hat, und auch die ist extrem gut gewachsen. Die ist ein bisschen, ja, sagen wir mal zickig, je nachdem, was das für Bedingungen sind, denn zum Beispiel habe ich sie in meinem Terra 30 nicht so hundertprozentig perfekt wachsen lassen können, aber dort auf dem Shashim-Topf hat wunderbar funktioniert. Einmal nochmal zur Handhabung. Die Shashim-Töpfe werden komplett durchgetränkt. Das heißt, man schüttet dort Wasser rein, dann tränken die sich komplett voll, ziehen sich also komplett voll mit Wasser. Und dann habe ich das Ganze so betrieben, dass sie ja bei mir die ganze Zeit hier in einem Dua Neo Glas R standen. Und zwar so, dass sie exakt zur Hälfte im Wasser standen. Also untere Hälfte war komplett im Wasser, obere Hälfte war komplett trocken. Das heißt natürlich auch, dass die Hälfte, die komplett im Wasser war, da ist mir ganz unten um den Boden rum die Selaginella so ein bisschen eingegangen. Denn das ist eigentlich eine Pflanze, die nicht dauerhaft submersiv leben kann. Ist aber ein Aspekt für euch, wenn ihr so ein Ding aufziehen wollt, dass ihr gerade unten, da wo es also die ganze Zeit unter Wasser steht, da könnt ihr natürlich perfekt Submersemose einsetzen, um das Ganze zu umwickeln. Also sozusagen als Ergänzung zur Selaginella, die dann weiter oben wächst. Aber ganz generell muss man natürlich sagen, dass die Shashim-Töpfe komplett nass sind, also komplett feucht, wenn sie im Boden stehen, denn sie ziehen das Wasser auch wirklich hoch und sind dann komplett feucht. Das Besondere bei Shashim ist ja auch, dass dort generell Sporen von Farnen, von Moosen, von allen möglichen tropischen Pflanzen in diesem Baumfarnmaterial enthalten sind.
Und das heißt, wenn man lange genug wartet, dann begrünen sich diese Töpfe wirklich komplett von selbst. Ihr müsstet sie also noch nicht einmal von außen bepflanzen. Man muss aber dazu sagen, dass diese Selbstbegrünung sehr lange dauern kann. Da könnt ihr bis zu 6 Monate drauf warten. Und das ist natürlich dann manchmal auch nicht unbedingt angenehm. Deshalb hatte ich mich dafür entschieden, die von vornherein zu bepflanzen. Insgesamt ist dieses Experiment aber wirklich absolut geglückt und ich kann diese Sets definitiv empfehlen, wenn du vielleicht keine Lust darauf hast, selber mit Säulbällen rumzumatschen und da ewige Mengen Moos drauf zu verteilen, damit das Ganze als Ball überhaupt zusammenhält. Da ist dann Shashim-Topf einfach eine noch einfachere Variante, um wirklich etwas Nettes hier auf der Fensterbank oder auf dem Regal stehen zu haben. Und vor allem, du hast eine etwas größere Auswahl, was die Pflanzen angeht. Denn auf den Shashim-Töpfen, dadurch, dass sie ja hohl sind, hatte ich das bei mir beispielsweise so gemacht, ich habe die ausgefüllt mit einer Drainage, mit so einer Art Ceramis. Ihr könntet aber beispielsweise auch Lavabruch nehmen. Das würde auch gut funktionieren. Ihr könnt auch Säulen nehmen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr dort drinnen natürlich etwas andere Pflanzen pflanzen, als es ihr auf einem Wabikusa-Ball könntet. Das heißt, diese ganzen typischen epiphytischen Pflanzen, wie in meinem Fall eine Gussmania, eine Begonia, kein Thema, eine Tillandsie würde gehen, eine große Bromelie würde wunderbar funktionieren. Das heißt, da könnt ihr einfach noch ein bisschen andere Pflanzen einsetzen als auf so einem klassischen Wabikusa-Ball. Ich würde es deshalb nicht als Alternative unbedingt sehen zu einem Wabikusa, sondern mehr als Ergänzung. Ja, auf einem Wabikusa, das ist halt mehr für Aquarienpflanzen gedacht im Endeffekt, und so ein Shashim-Topf, der kann im Endeffekt beides. Ihr könnt da drin, weil das ganze Ding ja auch die ganze Zeit im Wasser steht, auch Aquarienpflanzen halten, aber ihr könnt da halt auch noch so ein bisschen besser typische Terra-Pflanzen halten. Ein Wort der Warnung trotzdem noch dazu, diese Shashim-Töpfe geben Huminstoffe ab wie Sau. Das heißt, das Wasser, in dem die Töpfe drinstehen, ist nach 1 bis 2 Tagen komplett braun, so wie ihr das kennt, wenn ihr halt Huminstoffe im Aquarium dazugebt. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist wie gesagt völlig normal. Dieser Baumfarn, dieses Material gibt halt so viele Huminstoffe ab, nur damit ihr wisst, warum das passiert, denn ihr könnt da auch nicht wirklich was dran ändern. Ich hatte diese Töpfe jetzt knapp 3 Monate hier stehen und ich habe eigentlich wöchentlich meine Wasserwechsel dort gemacht, also das alte Wasser einmal weggeschüttet, Glas sauber gemacht, frisches Wasser rein. Nach 2 Tagen ist das Wasser wieder komplett braun und das geht auch nicht weg. Also da ist wirklich so viel Zeug in diesen Shashim-Töpfen gebunden, dass ihr da auch nach 3 Monaten immer noch braunes Wasser habt, nur damit ihr wisst, woher das kommt und dass das passiert, dass euch das nicht überrascht. Aber davon abgesehen, geile Dinger, und ich freue mich, dass Ben jetzt auch den Entschluss gefasst hat, die in seinen Shop aufzunehmen als Produkt. Schaut euch also an, wenn ihr Lust habt, euch selber sowas zu machen, und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Video wieder.